Zurück bei Standard Berlin und zu Gast ist Frank Elzermann. Er ist Geschäftsführer von G2 Plus. G2 bedeutet Gasag und Gegenbauer. Und Plus heißt Mehrwert schaffen im Energiesektor. Wir haben darüber gesprochen, was alles schon möglich ist, was für die Zukunft kommt. Ich denke mal an die Berliner Schulen. Da heißt es immer, Sanierungsbedarf muss gemacht werden. Aber nirgendwo steht, dass die Schulen auch ein besseres Energiesystem bekommen. Ja, das, warum eigentlich nicht? Das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nicht die Antwort geben, warum nicht. Halt. Was ich aber weiß, ist, dass da ein Riesenbedarf ist bei den Schulen und öffentlichen Gebäuden allgemein. Es wird in der Stadt schon einiges gemacht in Berlin. Also es gibt ja das Berliner Energie- und Klimaschutzabkommen, das ganz klar sagt, dass in öffentlichen Gebäuden auch zum Beispiel Energiemanagement eingeführt werden soll und dementsprechend auch mehr Messtechnik, Überwachung eingeführt werden soll. Und ist es so ist es nur ein Soll? Ist ein Soll halt. An der Stelle bin ich persönlich auch motiviert, halt. Das würde ich auch gerne anbieten. Halt. Dem Land Berlin halt, aber... wir haben gute Referenzprojekte auch schon gemacht in dem Umfeld, dass wir zum Beispiel in Potsdam im Luftschiffhafen an diesem Sportkomplex in den einzelnen Gebäuden Messtechnik eingebaut haben, wo man dann dementsprechend permanent überwachen kann, sozusagen ist der Strom an, ist das Licht an, läuft das Wasser, und so kann der Hausmeister dort an diesem Luftschiffhafen Sportobjekt immer schauen, halt, okay, haben die Sportler das Wasser angelassen am Freitagabend zum Beispiel und könnte dann dementsprechend reagieren. Und das ist so ein Thema, was ich überall sehe, in den Berliner Schulen als ganz kleinen Baustein sozusagen in Sachen Einsparungen, Energieeffizienz schon einen ersten Schritt zu machen, dass man eben halt mit Messtechnik und Energiemanagement monitoren kann und halt dementsprechend dann halt Maßnahmen einführen. Jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig auf Potsdam. Wieso Potsdam? Wieso haben Sie das denn nicht hier in Berlin gemacht, das Referenzobjekt? Ja, das war der Luftschiffhafen Potsdam, war der erste interessierte Kunde zu dem Thema. Da haben wir einen Vertriebstermin gemacht. Halt, und das fanden die wirklich Berliner so spannend. Die Schulsenatorin hat das nicht gemerkt und hat gesagt, kommen Sie mal zu uns, das machen wir als erstes. Da sind wir noch am Arbeiten dran. Halt. Das war die halt Schulsenatorin, Wirtschaftssenatorin, da halt mal diese Beispiele zeigen. Und vor allen Dingen wirklich, da sind Einspareffekte dahinter. Weil wir bauen das ja nicht halt so zum guten Zweck ein, sondern wir rechnen auch durch, was sozusagen da an Einsparungen möglich ist. Wie lange rechnen Sie denn, dauert das, bis Sie die Schulbehörde in Berlin davon überzeugt haben, das jetzt anzugehen? Das ist eine sehr gute Frage. Sie merken, wir beide müssen schmunzeln. Ja, das klingt fast danach, dass man sagt, ich ziehe die Frage zurück, das wird sowieso nichts. Nein, das würde ich nicht sagen. Halt. Man muss ins Gespräch kommen, das ist das Thema. Halt. Und wenn man dann halt solche Referenzthemen transparent macht und die Erfolge transparent macht, dann sage ich, ist da ein Multiplikationsfaktor definitiv. Da muss Interesse da sein. Halt. Also wir müssen ins Gespräch kommen. Das versuchen wir halt auch, dass wir ins Gespräch kommen mit den Verantwortlichen. Und dann... Frau Senatorin, wenn Sie jetzt zugehört haben, Frank Elstermann anrufen, ja, und dann wird das hier in Berlin gemacht. Ja. Das ist ja alles faszinierend. Ja. Machen Sie das auch für mich als Privatmann? Ja. Also wie jemand, der uns jetzt zuschaut und sagt, oh, ich habe meine Stromrechnung ist so hoch oder meine Wasserrechnung, ich rufe mal den Frank Elstermann an. Oder machen Sie das nur mit Gegenbauer für die großen? Wir machen das für größere Unternehmen, sage ich halt, Mittelstandsunternehmen und größere Unternehmen. Der Privatkunde ist nicht in unserem Fokus. Und die Größenordnung so ab 100 Mitarbeiter, das ist aber so eine Richtlinie, wo wir sagen, okay, Mensch, da lohnt sich das, Energieberatung zu platzieren, weil am Ende muss halt die Energieberatung auch bezahlt sein und die Themen, die wir da rausholen an Verbesserungsmaßnahmen, müssen sich rechnen. Und deswegen, das passt immer, da ist Einsparpotenzial bei Unternehmen ab so 100 Mitarbeiter. Das ist so eine Größenordnung. Jetzt will ich das mal so ganz realistisch durchgehen. Jemand hat uns jetzt gesehen und ruft Sie an. Wann kommen Sie denn? Sind Sie gut ausgebucht oder sagen Sie, okay, ich komme am 4. Januar, morgens um 8 bin ich da und brauche denn wie viele Stunden Zeit? Ja, als Geschäftsführer und auch guter Vertriebler bin ich wirklich im Januar da, sage ich. Ja. Anfang Januar, wenn ich da, wenn Sie jetzt anrufen würden, bin ich wirklich Versprechen. Da. Ja, ist ein Versprechen. Nehmen Sie ihn beim Wort. Das halte ich auch ein, bin ich da und dann machen wir ein schönes Erstgespräch, wo ich so wirklich ein bisschen was über das Unternehmen erfahre. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich bediene ja jeden Kunden, jedes Unternehmen, also branchenübergreifend, aber für mich ist wichtig, dass ich das Unternehmen verstehe, die Strategie verstehe, wo will das Unternehmen hin, was hat das Unternehmen mit Energie schon gemacht, gibt es bestimmte Energieeffizienzmaßnahmen oder haben die zum Beispiel eine Projektliste mit offenen Themen, dass ich so ein bisschen über das Unternehmen was erfahre, erst Gespräch und dann hoffentlich
Bestandsaufnahme. Ist denn die Erkenntnis bei den meisten Unternehmen überhaupt vorhanden, dass man eine Menge Geld einsparen kann bei einer Änderung des Energieliefersystems? Die Erkenntnis ist da halt, auch das Potenzial da ist vorhanden. Es sind ja zwei Themen. Zum einen ist der Kostendruck, der ist ja fast überall da an der Stelle. Zum anderen halt ist das Thema Nachhaltigkeit aber ein ganz wichtiges Thema, dass man sozusagen eine ökologische Bilanz auch im Unternehmen hat. Und das sind die beiden Treiber, die fast jeden Geschäftsführer oder Vorstand dort halt auf der Agenda haben und dann mit uns ins Gespräch kommen. Und wenn man dann halt ins Gespräch kommt und die Referenzen zeigt, die Beispiele zeigt, die wir gemacht haben, und sich dann halt mit dem Unternehmen identifiziert, ist da wirklich eine ganz schnelle Erkenntnis da und der Wille auch in Sachen Energieeffizienz was zu machen. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel. Jetzt sitzen Sie da, haben die Unterlagen studiert, das dauert 1-2 Stunden und dann machen Sie folgenden Vorschlag. Wie heißt der? Dauert vielleicht ein paar Stunden mehr. Na gut, 6-7 Stunden. Ja, genau. Aber was wir machen, wir gucken uns halt wirklich die aktuellen Dokumente erstmal auch an, halt Lieferverträge, aktueller Energieverbrauch gucken wir uns an und vergleichen den halt immer so in bestimmten spezifischen Faktoren. Also Energieverbrauch pro Mitarbeiter, Energieverbrauch pro produzierte Einheit und so weiter. Und dann benchmarken wir das sozusagen. Und dann gehen wir halt durch die, wie ich vorhin schon sagte, vom Keller bis zum Dach durch das ganze Objekt rein und identifizieren dann halt eine Reihe von Potenzialen, die wir dann auflisten, in einen Bericht einfließen lassen und gehen dann mit dem Verantwortlichen durch den Bericht und priorisieren die Maßnahmen. Also Wärmeerzeugung verbessern, Beleuchtung verbessern und so weiter. Das ist immer abhängig auch von der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Also es ist Teil unseres Jobs, dass wir sagen, okay, was bringt denn das Ganze am Ende halt? Wie lange dauert es, bis es sozusagen ein wirtschaftliches Ergebnis bringt und danach wird priorisiert? Ja, in 20 Jahren, das nützt mir wenig. Das ist aber wirklich interessant, ne? dass halt... Will es eigentlich sofort haben, ne? Mehr und mehr Unternehmen haben sehr, sehr kurze Anforderungen in Bezug auf Return on Investment, also manchmal bis zu unter 3 Jahre, unter 2 Jahre. Und das ist auch so eine Sache, wo man dann priorisiert. Also Beleuchtung ist meistens zum Beispiel Umtausch von Neonröhren auf LED-Beleuchtung. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn ich an zu Hause denke. Ja. Da sagen meine Söhne immer, Vati, du musst die alten Lampen rausschmeißen, da muss ein neuer rein. Da sage ich, wieso? Die leuchten doch noch. Ja, was spare ich denn eigentlich dabei, wenn ich ein Unternehmen habe, Größenordnung 100 Mitarbeiter, große Hallen, große Büroräume? Das kann man ja doch über Pi mal Daumen mal sagen. Bei Beleuchtung ist wirklich zwischen 50% und 60% Einsparpotenzial vorhanden. Aber wichtig ist an der Stelle, einfach so die Glühlampe auch zu Hause nicht einfach austauschen. Man muss immer gucken, okay, was für eine Beleuchtung baue ich denn da halt ein. Weil im Büro muss ich bestimmte Lichter haben, da muss ich bestimmte Helligkeiten haben und so weiter. Deswegen empfehlen wir immer, ein Beleuchtungskonzept zu machen, bezogen auf die Anforderungen des Objektes, der Tiefgarage, des Büros, wie auch immer, dass man sagt, okay, brauche ich ein etwas warmeres Licht, reicht ein normales, standardkaltes Licht und so weiter. Da muss man halt sich ein bisschen mit beschäftigen, mit den Gebäudegegebenheiten. Sie sind also ein Lichtpsychologe. Aber es ist ein wichtiger Faktor halt. Also gerade Beleuchtung einfach umtauschen geht nicht. Man muss wirklich sich Gedanken machen, welche Strahlungseffizienzfaktoren hat man dort, Gebäude, Einstrahlung etc. Und dann entsprechendes Beleuchtungskonzept. Ich denke, man guckt nur auf die Wattzahl und dann haut das hin. Ja. Ist nicht. Wieder ist, was gelernt. Ist nicht, genau. Ja, also drehen Sie nicht einfach die Lampe raus, sondern lassen sich braten. Richtig, ja. Und die Leute sind dann, jetzt sind wir durch, sie sagen, gut, wir tauschen die Lampen aus, das hat sofortigen Effekt, ist ja klar, dauert nicht lange. Ja. Aber Heizkörper eintauschen, austauschen, das dauert ja. Das sind halt, was ich vorhin sagte, so die größer investiven Maßnahmen halt. Die bringen natürlich auf jeden Fall etwas, aber längerfristig halt. Also da gibt es halt Return on Investmentzeiten 5 Jahre als Beispiel. Aber es ist halt für ein Unternehmen, das nachhaltig denkt, an der Stelle wichtig, dass man eben auch wirklich an die größeren Maßnahmen denkt halt und nicht nur die schnellen kleinen Maßnahmen. Das sind halt auch gerade im heizzentralen Umfeld, Umstellung von Öl auf Gas, das ist immer ein klassisches Beispiel, haben wir noch viel in Berlin, ganz viele Ölheizungen in den Keller, auch bei Unternehmen. Und da ist halt, das ist eine größere investive Maßnahme, die sich auf jeden Fall lohnt und einen großen Effekt auch bringt an der Stelle. Ja, aber die Leute sind so verhaftet und sagen, Öl ist doch... Das steht da, warum soll ich den jetzt rausreißen? Ja, das ist eine aktuelle Situation, auch gerade wegen dem Ölpreis an der Stelle. Das spricht nicht gerade halt für einen schnellen Umtausch, aber da sind wir wieder dabei, Ökologie halt auch und Kosten. Und in der Summe ist das auf jeden Fall zu empfehlen, da halt einen Austausch zu machen und gerade bei Unternehmen. Ja.
Nun sagt der Geschäftsführer eines Unternehmens, aber ich will nur grünen Strom, ich will nur Ökostrom. Können Sie das garantieren, wenn ich das alles austausche? Ja. Ist das auch billiger oder muss ich da mehr bezahlen? Na, Ökostrom an der Stelle wird ein kleinen Tick teurer sein als normaler Strom. Das ist wieder so das Thema CO2-Bilanz im Unternehmen. Halt, wenn man das verbessern will, ist meistens in jeder Energiemanagement-Strategie eines Unternehmens die ökologische Bilanz zu verbessern. Und da ist halt Ökostrom zu empfehlen. Preislich hat das keine großen Vorteile, halt, aber da ist die Ökobilanz, die Energiebilanz natürlich der und CO2-Wert. Das Gewissen, ne? Ja, bei absolut, einigen. Ja. Na, Imagefaktor ist ein ganz großes Thema, halt, ja, dass man halt als Unternehmen ein grünes, ein positives Image haben möchte. Ja, ja. Und das wollen wir alle. Ja. Das ist letzte Frage: Gibt es eigentlich noch Atomstrom bei der GASAG? Absolut nicht, also definitiv nicht. GASAG hat einen großen Ökostromanteil und wir sind einer der Anbieter, auch wenn Sie als Unternehmen 100% Ökostrom haben. Also die Frage müssen Sie überhaupt nie stellen, das gibt es bei der GASAG absolut nicht. Definitiv nicht. So, und damit sind wir am Ende der Sendung, jetzt möge uns ein Licht aufgehen und viele Unternehmen werden sagen, jetzt lassen wir mal den Frank Elstermann kommen, der soll mal gucken, was wir hier alles anders machen können, besser machen können, nachhaltiger machen können, ökologischer machen können und vor allen Dingen auch billiger. Da würde ich mich freuen, genau. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Frank Elstermann, Geschäftsführer von G2 Plus. G ist GASAG Plus Gegenbauer und da geht es darum, wie Sie in Ihrem Unternehmen mehr Energie einsparen und insgesamt das Energiemanagement effizienter machen. Genau. Richtig? Vielen Dank. Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder, wie immer, 18.15 Uhr. Wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen, dann im Internet unter www.dvb.de oder YouTube, dort Playlist und Standort Berlin. Herzlichen Dank, bis nächste Woche und tschüss.